Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 Wortlänge Wortbuchstabieren und du wirst mit Hilfe dieses oder auch durch die anderen Videos meiner Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich hier jetzt mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du natürlich auch eine Liste mit allen anderen meiner Scratch Videos. Und wenn du sie von Anfang an bereits durchgearbeitet hast, wirst du dich hier schon recht gut auskennen. Ja, ich habe hier wieder so ein Listing. Starten wir das Ganze mal hier wieder mit dem Klick auf die grüne Farbe. Ich werde jetzt einen Namen buchstabieren und nenne bitte deinen Namen. Da schreibe ich jetzt hin meinen Namen, Markus, drücke Enter. Anzahl der Buchstaben deines Namens ist 6 und dann fange an zum Buchstabieren, M, A und so weiter. Geht er das Ganze dann durch. Ja, ist gleich fertig, er stoppt alles. Und das passt soweit. Und wie man das programmiert kann, wie ich es programmiert habe, können wir uns jetzt anschauen. Ja, wir beginnen hier mit wenn angeklickt, dann startet das ganze Programm. Und beim Sage-Block, den habe ich dann hier, je nachdem, da wird er kurz gesagt, in dem Fall nicht für 2 Sekunden, wird das kurz eingeblendet. Dann lasse ich ihn hier dementsprechend dann warten, das Programm. Es wartet dann für 2 Sekunden, es pausiert. Und dann habe ich hier diesen Frageblock. Diesen Frageblock kann ich hier dann über das Füllen verwenden. Und wie im vorgehenden Video schon besprochen, wenn ich den hier verwende, dann wird dann da unten dann so eine Eingabemöglichkeit eingeblendet. Wenn ich das jetzt dahergehe, ich werde jetzt deinen Namen buchstabieren, wird diese Eingabemöglichkeit geblendet und die Antwort, die ich dann gebe, das, was ich hier eintippe, wird dann in so einer Art Variablen gespeichert. Das ist diese Variable Antwort. Und dann habe ich hier Sätze genannter Namen auf Antwort. Und aus den vorgehenden Videos wirst du dich sicherlich noch erinnern, dass man Variablen verwenden kann. Ich habe hier eine Variable mir erzeugt genannter Name und diese Variable genannter Name, der weise ich dann dem Wert dieser Eingabe zu. Du kannst dich erinnern gerade, wir haben gesagt beim Füllen, dass ich hier dann, wenn ich so eine Eingabe habe, dass das hier in dieser Variable Antwort gespeichert wird und ich speichere diesen Wert der Eingabe, in dem von vorne habe ich hier gerade Markus gesagt, hier in diese Variable genannter Name. Und dann sage ich wieder etwas, das haben wir dann hier beim Aussehen. Er soll nämlich dann den Namen, so die Länge des Namens dann sagen, also die Anzahl der Buchstaben soll er dann sagen. Und das kann er dann wiederum machen, indem ich hier den Sage verwende, in dem Fall für 2 Sekunden. Und da habe ich dann nicht Hallo, sondern setze hier dann etwas ein, ein Operator, den ich hier dann hier verwendet habe. Und das ist hier dann dieses Verbinde. Und statt Apfel schreibe ich hier hinein Anzahl der Buchstaben deines Namens und Länge von genannten Namen. Da kann ich dann das hier verwenden, ziehe das hier rein. Mache ich aber nicht die Länge von Apfel, sondern von der Variable genannter Namen. Den kann ich mir dann hier hereinziehen dann. Ja, dann hat er die Anzahl der Namen gesagt und dann arbeite ich hier mit einer anderen Variable, die ich wieder im Variablenbereich festgelegt habe, nämlich Zähler. Ich setze den Zähler auf 1, also meine Schleife, die ich dann hier machen möchte, wiederhole, soll mit 1 beginnen. Und die soll so lange wiederholen, diese Schleife, so viele Buchstaben, also das ist die Länge meines Namens, also in dem Fall die Anzahl der Buchstaben. So lang wird dann diese Schleife wiederholt. Und jedes Mal, wenn diese Schleife wiederholt wird, soll ein Buchstaben gesagt werden. Zeichen, Zähler von genannter Namen. In dem Fall ist ja die Variable Zähler beim ersten Mal 1. Also 1 von genannten Namen für 2 Sekunden. Zeichen, das erste Zeichen vom genannten Namen für 2 Sekunden. Und weil natürlich dann immer nur meinen ersten Buchstaben von meinem Namen, das M, sagen würde, macht das wenig Sinn. Ist es sinnvoll, dann in der Schleife dann den Zähler dann um 1 zu erhöhen jedes Mal. Und den kann ich dann dementsprechend dann ändern mit Hilfe dieser, dieses Blockes. Und beim zweiten Durchlauf haben wir 2, also würde dann ein A angezeigt werden, dann ein R und so weiter. Und wenn dann das durchgelaufen ist, also wenn genau alle Buchstaben dann genannt wurden, also genau die Länge des Namens dann durchgelaufen ist, wird das Programm dann gestoppt. Ja, gehst nochmal der Reihe nach durch. Es war diesmal vielleicht ein bisschen komplizierter, aber wenn man das einmal beherrscht, dann ist man schon sehr weit in Scratch und beherrscht dann schon sehr viele Dinge. Das nächste Video wird sich dann um Koordinaten drehen und wie man dann die Figuren, die wir da haben, auf der rechten Seite dort dann auch ganz gezielt dann hinbewegen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Video.